Hast du es gesehen? Jetzt bin ich aus Versehen auf den Aufnahmeknopf gekommen. Ne? Sowas aber auch. Ich überfahre dich gleich, hallo. Das stimmt. So wie es aussieht, tust du das wirklich. Und damit nach einer ganzen Woche Pause herzlich willkommen zurück bei den Farming Nerds. LS22 ist am Start. Wir sind immer noch in Lures, France, irgendwo in Frankreich unterwegs. Und in dieser Woche mit dabei Heidi, Flo und der Tobi. Ha, hi. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Und wie man ganz nebenbei sehen kann, haben wir hier quasi geschlafen. Dann kommen wir auf den nächsten Tag und nach unseren Einstellungen wechselt dann auch der Montag. Man kann es oben sehen, es ist Mai, 9.20 Uhr im Mai. Schön, ja. Und hat sich was verändert? Gibt es neue Aufgaben? Was liegt an? Das ist die Frage. Wir hatten ja das Riesenfeld angefangen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Und das Erste, was ich sehe, ist Unkraut. Also haben wir, glaube ich, schon eine neue Aufgabe. Genau, das der wächst. Auf der 39 ist auch Unkraut, ne? Das ist auch unser Jahr, ne? Ja, ich glaube, dann werden wir erstmal mindestens den Montag mit Unkraut-Dingens verbringen, ne? Ich würde auch sagen, ich nehme die 39. Ja, und ich die 26. Ja, und komme dann rüber auf die 26. Okay, vielen Dank. Ich fahre noch eben gerade hier Zeug tanken beim Händler. Und dann würde ich gerade eben schnell gucken, ob die Reifen Pflegebereifungen sind, damit wir nichts kaputt machen auf dem Feld. Und dann eben schnell die 39 abdampfen und dann rüberkommen zu dir. Mhm. Und gleichzeitig, liebe Farming-Nerds-Gemeinde, jetzt muss ich mal ein Stückchen rückwärts laufen, haben wir eine neue Halle auf dem Hof und nebenbei auch gleich noch ein paar neue Zäune gesetzt, hier und da vorne und so, damit es ein bisschen schön aussieht, damit unsere Geräte auch schön untergestellt sind. Wir haben Licht auf dem Hof und Flo hat noch einiges anderes gekauft. Zeig doch mal, was das ist. Ja, hier schon direkt neben dem Licht, wir haben jetzt einen kleinen Werkstattwagen mit ein paar Geräten. Da können wir auf jeden Fall die Traktoren reparieren oder die Reifen mal wechseln, wofür wir sonst immer zum Händler fahren mussten. Und zusätzlich haben wir noch einen kleinen Kärcher, wo wir die Sachen ein bisschen sauber machen können, weil zumindest mich hat es ein bisschen gestaubt, wenn man nicht mehr richtig aus dem Fenster rausgucken kann, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ach, und nee, wir haben noch was Neues. Moment. Bei Heidi in der Nähe, bei den Bienen. Hallo Bienen, hallo Heidi. Hier. Hallo. Wir haben jetzt eine Wetterstation. Angeblich soll das die Wettervorhersage für unseren Hof verbessern. Hoffen wir mal, schauen wir mal, ob das stimmt. Wenn nicht, regen wir uns drüber auf, ne? Ja. Das war, glaube ich, alles Neue, was ich gekauft habe. Ja, und Heidi war ja mit Oliven beschäftigt. Wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge? Nichts, ich warte. Muss dann irgendwie zwischendurch was gemacht werden noch bei dir? Ne, eigentlich, ich hatte geguckt, also das mit dem Mulchen sollte man, glaube ich, vor dem Grubbern machen. Das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Denn ist halbherzig, also fast überall richtig, also gedüngt. Und der Ertragsbonus liegt bei zwischen 90 ungefähr. Das ist irgendwie langweilig. Ja, dann könntest du entweder ein neues Feld anfangen oder aber Flo und mich erstmal beim Unkraut unterstützen. Da kann ich dir allerdings nicht sagen, ob wir da Fahrzeuge auf dem Hof haben und oder nicht. Oder du hast eine neue Idee, die kannst du dir ja überlegen. Und in der Zwischenzeit, aufmerksame Farming-Nerds-Zuschauer werden sich fragen, da fehlt doch was, da fehlt doch was. Ja, richtig. Und wir heben uns das Beste immer bis zum Schluss auf. In zweierlei Hinsicht. Erstens, Name Bonkers. Zweitens, er ist nicht da. Nein, Blödsinn. Natürlich nicht. Der Gute ist zum einen ein bisschen erkältet, zum anderen, aber wie ihr ja wisst, auch noch in seiner Vorbereitung auf die ersten Prüfungen zu seinem Flugschein für Leute, die große Flugzeuge fliegen können, wie Flo. Ja, also richtige Piloten, so Airline-Piloten. Und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich hoffe, ihr hört noch zu und kann euch ganz kurz nochmal Hallo sagen. Vom Krankenbett lernenderweise. Und Bonkers!
Hallo. Ja. Schon gedacht. Schlaganfall, was hat er? Ja, ich muss erstmal den Mute-Button finden. Genau, Mahlzeit und kranke Nase. Wie geht's dir denn? Mahlzeit. Ja, geht schon besser halt. Dicke Nase. Das hat Ding. Und selbst? Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Was uns natürlich jetzt in diesen ein bis zwei Wochen fehlen wird, ist väterlicher Rat und Weisheit. Deswegen wollten wir kurz nochmal abfragen, was können wir denn in diesen ein bis zwei Wochen tun, in denen du leider nicht bei uns sein kannst? Erstmal nicht traurig sein. Das wird schon wieder. Das kriege ich hin. ist okay. Keine Ahnung. Was gibt's denn zu tun? Flo ärgern, das wäre wichtig. Das war klar. Das war klar. Nee, Tobi soll unbedingt mal den Raupentraktor, den New Holland, ausprobieren. Achso, ja, stimmt. Den soll ich zwischen den Weinreben ausprobieren, hast du gesagt. Ganz, ne? Genau. Denn wenn da irgendwas tun ist, das ist der absolute Knaller. Das mache ich doch glatt in einer der nächsten Folgen. Na Juti, dann die ganze Farming Nerds Meute wünscht dir natürlich gute Besserung. Danke. Ja. Wir haben dann zu tun, ne? Ja. Herr Bonkers, viel Spaß beim Ausruhen. Ade. Und gesund werden und beim Lernen und danke. Sowieso und überhaupt. Haut rein, bis dann. Dann viel Spaß. Bis dann. Tschö. Tschö. Tschi, gute Besserung. So. Das heißt, ich muss jetzt hier versuchen, sowohl das GPS zu programmieren. Wie ging das denn nochmal? Erst Alt-C, dann Steuerung S. Ach, ich habe einen Trecker, der das nicht hat. Doch, habe ich. Wie? Hä? Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr auffüllen? Oh, weil da ein Düngerding stand. Wer war denn das? Wir hatten da fälschlicherweise Dünger gekauft. Schon wieder? Ich will nicht den Dünger einladen. Hä, warum lädt der immer zuerst den Dünger ein? Ist das nur eine Düngespritze oder was? Nee, die kann doch beides. So, laden wir den mal weiter weg ab. Aber dann haben die vielleicht programmiert, dass... Jetzt geht's. Immer zuerst Dünger eingeladen wird. Marius, wäre das irgendwie... Ja, haben wir. Hier sind den Schwatzen. Wo steht denn der? Unter der einen Halle. Ich habe überlegt, ob das schlauer wäre, wenn wir da die Düngerdinger mit einem LKW zum Feld fahren. Aber erstmal schauen, wie lange das hält. Das stimmt. Ich weiß auch, es geht relativ zügig. Was willst du für ein Feld dreschen, Heidi? 40. Pfirsich. Wo ist denn das? Gibt eins ein Schneidwerk neben dem LKW. Das liegt ein bisschen auf dem Boden. Und eins liegt noch hinter dem Silo Richtung Osten. Ich weiß aber nicht, welches ist. Ja, und dann müssten wir ja noch eine Sache klären. Und zwar, was war eigentlich in der Woche los, in der die Farming Nerds quasi im Urlaub waren? Also eine Woche Pause gemacht haben. Ich kann mich noch entsinnen, letztes Wochenende hieß es Seoul. Stimmt das? Das heißt es relativ oft, glaube ich. Das stimmt auch wieder, ja. Genau. Ja, das einzig Aufregende ist ja Hotelquarantäne, dass wir ein neues Hotel haben. Aber ich war da nur 8 Stunden zuletzt.
Deshalb kann ich da nicht schon viel zu sagen. Das ist aber moderner und so, ganz cool. Allerdings längere Fahrt in die Stadt. Muss mal schauen. Ja, das werde ich mal nächstes Mal erkunden, wenn man dann da Zeit hat in der Hotelquarantäne. So. Wie war sonst der Flug? Der war eigentlich ganz angenehm, wenig ereignisreich. Ich hätte einmal, den haben wir auch genommen zu Weihnachten, ne? Ja. Nee, alles in Ordnung. Für die Japaner, wir waren vorher in Japan noch, war das relativ kalt, weil es da unter 0 Grad war. Mhm. Und in Korea ist das anscheinend auch immer extrem. Du hast es im Sommer da relativ warm und schwül, ja, also nur über 30 Grad, 36 Grad und super schwül, weil es vom Meer umgeben ist. Ja. Und im Winter jetzt anscheinend immer saukalt. Also da waren jetzt immer minus 7, minus 14 Grad, weil du da aus Sibirien von Ostrussland da immer die Kälte runterkriegst. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen milder, weil das ja auch wegen Wasser, ne? Aber ja, anscheinend nicht. Ja, die haben da sich die Extreme ausgesucht, die Koreaner. So, mal gucken. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss erst mal gucken hier. Genau mittig, okay. Mm. Mit B. Upsi. Automatische Führung aktivieren, da ist es doch. So, dann kann man automatische Breite hier hinsetzen. Fertig. Haha. Aber was man vielleicht noch erzählen kann, ich bin auf der Route so weit nördlich unterwegs gewesen wie noch nie. Ach. Einmal direkt am Polarkreis lang geschrammt. Cool. Und sind dann von, also noch nördlich, weit nördlich von St. Petersburg lang, sind dann da durch Finnland durch. Und dann quasi Finnland fast Nord-Süd durchgeflogen nach Deutschland dann. Ja. Ich finde das immer wieder faszinierend, was man in so ein paar Stunden alles an Ländern unter sich durchziehen sieht. Na ja, gut. Außer gut, du fliegst über Russland. Ja, gut. Da hast du ziemlich lang nur eins. Stimmt. Ja. Trotz alledem, also ich finde es nach wie vor faszinierend, finde es auch cool, dass Bonkers sich nach wie vor reinhängt wie am ersten Tag, um das zu schaffen. Das wird bestimmt lustig. Weil wir hier zwei Piloten haben, die uns von ihren WWchen, ach, der neue Bugatti Veyron, ja, auch nicht mehr das, was er mal war, ne? Ja, so sind wir. Ja. Aber ob das so lustig wird, Bonkers und nicht im selben Luftraum, das weiß ich nicht. Das wird, naja, lustig sei dahingestellt, auf jeden Fall wird es gefährlich. Ja. Also für dich nicht. Vorsicht, die Lotsen dann. Mhm. Naja, Russland ist echt so, da gehst du in deine Pause, kommst 3,5 Stunden später wieder, dann ist immer noch Russland. Ja. Und apropos zum Thema Fliegerei, habe ich auch eine Neuigkeit zu vermelden. Ich hatte ja erzählt, dass bei mir in der Ausbildung zum Triebfahrzeugführer, dass da auch Piloten drin sitzen. Mhm. Und siehe da, der erste Pilot hat es zurück ins Cockpit geschafft. Echt? Ja. Also hat er bei euch aufgegeben dann? Naja, also ich würde gar nicht mal sagen aufgegeben. In dem Fall tatsächlich würde ich das nicht sagen, weil der Mann hat immer mit offenen Karten gespielt. Er hat von Anfang an gesagt, Leute, ich habe diese Ausbildung selber bezahlt. Er hat damals irgendwie 95.000 Euro insgesamt bezahlt, selber, um diese Ausbildung zu haben. Und er will da halt wieder hin. Und er versucht es auch nebenbei. Mhm. Er geht davon aus, dass es nicht klappt, aber ne, vielleicht klappt es ja. Weil er hat halt auch schon entsprechende Flugstunden. Er ist Kapitän. Und du weißt, wie das ist auf dem Markt. Ne? Will ich einen erfahrenen Kapitän oder einen, dem ich wenig Geld geben muss, dann nehmen sie den, dem man wenig Geld geben muss. Ist ja klar. Zumindest in der Hauptsache. Und deswegen hat er eigentlich gedacht, er hätte keine Chance mehr am Markt. Und jetzt hat irgendwie eine türkische
Airline ein Joint Venture mit einer Deutschen gemacht, haben Flugzeuge in Leipzig, in Paderborn und in sonst noch irgendwo in Deutschland stehen. Ist aber eine deutsche Gesellschaft, die gegründet wurde. Und es sind auch deutsche Verträge, die abgeschlossen worden sind. Er fliegt zwar auf der Co-Pilotenseite zunächst, aber das, weil es halt momentan nur Kapitäne bei denen gibt. Und wenn die, die bauen jetzt die Flotte langsam weiter auf. Das heißt, jetzt kommen auch First Officer und so weiter und Anwärter. Und dann wird er, wenn dann diese Crew-Rotationen richtig eingelaufen sind, auf der linken Seite fliegen. Also das, was er vorher ja auch schon war. Ja, ist ganz witzig. Ja, cool, freut mich. Ja, freut mich auch. Ein anderer Kollege, der ist 57 Jahre alt, hat sich jetzt aus Jux und Dollerei bei DHL in Leipzig beworben und ist, man glaubt es kaum, auch durchgekommen. Jetzt ist es bei DHL so, dass die nicht mehr nur dieses, ich sag mal, erste Vorstellungsgespräch haben, was sie schon in Gruppen machen, sondern vor dem Assessment Center auch noch ein sogenanntes Screening. Also die haben ernsthaft noch eine Ebene Überprüfung eingebaut. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Ist ja eine Firma, die das für die DHL macht. Wahrscheinlich, damit sie ein bisschen mehr Geld verdienen oder sowas. Das heißt, es gibt jetzt eine Auswahl und dann kommt das Assessment Center, was ja eigentlich auch eine Auswahl ist. Es ist irgendwie, man weiß es nicht. Er hätte nicht gedacht, dass er weiterkommt. Seine Prognose dazu war, naja, ich bin wahrscheinlich der Quoten-Opa. Dann haben sie noch einen Quotenfarbigen, eine Quotenfrau und ansonsten sehen die Jungs alle gleich aus. Also alle Blutjungen mit Krawatte und das Hemd von der Flugschule noch an, so nach dem Motto. Naja, er sagt, er guckt sich das mal an, er ist auch entspannter, er hat mittlerweile auch eine kleine Leidenschaft für unseren Beruf entwickelt. Ja, mal gucken. Aber der andere, der, wie gesagt, der hat aber von Anfang an gesagt, dass er das versuchen wird. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, du weißt ja selber, wie teuer so eine Ausbildung ist, ich kann das verstehen. Dass man da ja, sagt, klar, dass man die nicht aber wegschmeißt. Ja. Erstens das und zweitens, es ist halt seine Leidenschaft. Ne? Das musst du dir vorstellen, wie bei dir halt. Ne? Das ist auch deine Leidenschaft, sonst hättest du den Job ja nicht gemacht. Ja, nö, verstehe ich auch. Ja. Und der andere bei DHL, der Mart, aber muss die anderen beiden Stufen noch machen. Ja, der muss die anderen beiden Stufen noch machen und dann geht's wohl irgendwie im Hause DHL selber weiter. Und dann gibt es da, weiß ich nicht, dann gibt es da noch irgendwie mal so zwei Instanzen, durch die man dann durch muss. Bis man dann in Betracht kommt. Ich glaube, ohne Type-Rating kriegst du da A300 oder 757 oder sowas, ne, glaube ich. Dann Type-Rating oder so, wenn du dann durch bist. Na, ich meine, der hat, der müsste... Dann hat er noch ein gültiges. Gültig müsste noch 737 sein. Achso, aber das bringt ja nichts. Die haben ja sonst haben sie 330 und A330 wollen sie, nehmen sie aber, glaube ich, nur Leute mit Type-Rating aktuell. Mhm. Ja, muss man mal gucken. Ja. Also wie gesagt, ich gönne es ihm auf jeden Fall. Und dann muss man halt mal schauen. Ey, was ist denn das jetzt hier? Also ich gönne es jedem von denen, weil wie gesagt, du weißt ja selber, ich habe so eine gewisse Leidenschaft für die Fliegerei. Und unterstütze das voll, wenn da einer drin aufgeht, dass er den Job dann auch machen soll. Also, wäre sonst auch bescheuert. Ja. Wie läuft's bei dir mit Feld Wasser 39? Ich bin fertig, ich bin schon bei dir. Was? Krass, ich bin am großen Feld. Ich war jetzt gerade eben noch beim Händler tanken. Muss jetzt hier noch schnell eine neue Spur einstellen. Nochmal da, Gamepad. Macht er das nicht? Game, also vielleicht soll ich das auch speichern, Spur neu ausrichten. Okay. Steuerung speichern. Okay. Ich mache immer nur A und Richtung, das funktioniert am besten irgendwie.
Ja, ich wollte mir das wieder aufs Lenkrad programmieren. Ach so, okay. Aber darum. Aber geht nicht. Was ist denn das dann für ein Befehl? Welcher? Warte mal. Rotate Track. Spur neu ausrichten. Nach links verschieben. Warte mal. Das machen wir mal. Nach links verschieben. Nach rechts verschieben. Ah, guck mal in der Show. Schon geht's. So, an die Beule, Tempomat an. Und dann noch GPS an. Und schon bin ich auf Feld Nummer, keine Ahnung, ziemlich groß, unterwegs zum Düngen. Tja, hätten wir den ersten Tag im neuen Monat Mai schon geschafft. Hier auf dem wunderschönen, wie heißt die? La France de la Chanson, mon ami, à votre démon répété. Egal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Und nach einer Woche Pause Farming Nerds wird es auch höchste Zeit, dass wir mal wieder irgendwo ein Feld umgraben. Mhm. Jawohl, machen wir. In Frankreich. Und wenn ihr wollt, am Mittwoch schon wieder. Flo kennt die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Farming Nerds auswendig. Ui, so gut auswendig kenne ich die gar nicht. Nee, aber wenn es euch... Krass, der Zug verschwindet da einfach. Also Leute, wenn ihr mehr spannende, verschwindende Züge sehen wollt oder euch der Rest auch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, falls ihr Ideen habt oder irgendwas habt hier, das müssen wir unbedingt mal machen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert und dann freuen wir uns, euch am Mittwoch wiederzusehen. Schön, dass ihr dabei wart, ne? Bis dann. Tschüss. Und ich glaube, wir nennen die Folge, in der Heidi so viel zu sagen hat. Ja. Bis denn.